Christian Holzer, Bundesministerium für Klimaschutz, heute bei unserer Konferenz Closer Circle. Sie haben vorhin einen Vortrag gehalten, wo Sie uns angekündigt haben, dass im Dezember der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft veröffentlicht werden wird. Was können Sie uns jetzt schon über den Aktionsplan sagen? Es handelt sich definitiv um eine Kreislaufwirtschaftsstrategie, die wir im Begriff sind zu erarbeiten und wo wir einen Entwurf Anfang Dezember oder noch in diesem Jahr vorstellen möchten. Die Erarbeitung einer Kreislaufwirtschaftsstrategie ist ebenso wie die Erarbeitung einer umfassenden Klimastrategie Teil des Regierungsprogramms und in Umsetzung europäischer Vorgaben, Stichwort European Green Deal, nicht nur notwendig, formal notwendig, sondern auch notwendig, um die Ressourceneffizienz der österreichischen und der europäischen Volkswirtschaft massiv zu erhöhen. Nicht nur der Ressourceneffizienz wegen, sondern letztendlich auch des Klimaschutzes wegen, weil Kreislaufwirtschaft auch ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Klimastrategie sein kann und vor allem muss, weil alleine durch die Umstellung auf erneuerbare Energieträger, die selbstverständlich im Vordergrund steht, und der Steigerung der Energieeffizienz eine weitere wesentliche Stellschraube sein wird, um diese Klimaziele erreichen zu können. Ja, Sie haben es in Ihrem Vortrag auch sehr gut zusammengefasst. Wir sind ja in Österreich jetzt nicht unbedingt mit seltenen Erden und so weiter gesegnet. Und da ist es sicher gut, wenn man auch auf Ressourcen, die schon verbaut wurden, zurückgreifen kann. Ich vermute aber, da gibt es auch ein paar Hindernisse auf dem Weg. Natürlich geht es darum, Rahmenbedingungen auch zu schaffen für die Nutzung von Sekundärmaterialien, die wir bestmöglich auch innerhalb der europäischen Grenzen halten sollten. Wir kaufen ja zum Teil Produkte ein mit Rohstoffen und bereits außerhalb Europas hergestellten Produkten, wo wir natürlich gut beraten sind, diese Dinge auch innerhalb der europäischen Wirtschaft zu behalten, um letztendlich nicht nur Recycling zu betreiben, sondern auch unsere eigene Wirtschaft zu stärken, auch was den Aufbau einer entsprechenden Recyclingindustrie anbelangt. Dafür bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen, nicht nur was das Recycling anbelangt, sondern generell was die Produktgestaltung betrifft, Stichwort Design for nicht nur Recycling, sondern auch Design for Reuse. Das heißt, Produkte müssen schon in ihrer Konzeption so überlegt werden, dass einerseits eine möglichst lange Lebensdauer gewährleistet ist, beziehungsweise auch eine Reparaturfähigkeit. Der European Green Deal spricht auch von einem Recht auf Reparatur. Aber letztendlich diese Materialien, wenn sie tatsächlich an ihr Lebensende gekommen sind, auch relativ leicht recycelt werden können. Das steht im Zusammenhang mit leichter Demontierbarkeit, mit Schadstofffreiheit, mit Monomaterialien etc. Und das sind alles Dinge, die auch entsprechend regulativer Rahmenbedingungen bedürfen. Und hier gibt es ja schon einige Dinge, die unter Anführungszeichen auf dem Markt sind, auf dem regulatorischen Markt, wo aber in den nächsten ein, zwei Jahren sehr viele Vorschläge auch von Seiten der Europäischen Kommission kommen werden, die dann im Rahmen der Mitgliedstaaten beraten und letztendlich dann auch beschlossen werden sollen. Sie haben gemeint regulativer Markt. Ich vermute, Sie meinen damit internationale Vorbilder, wo man auch einiges übernehmen könnte? Mit regulativer Markt habe ich jetzt gemeint, regulative, die in Form von Richtlinien und Verordnungen auf europäischer Ebene getroffen werden, die natürlich mittlerweile 70-80% auch sozusagen der nationalstaatlichen Gesetzgebung bzw. Verordnungsgebung darstellen. Es gibt kaum noch eine Rechtsmaterie von Nationalstaaten, die nicht auch auf europäischem Recht beruht bzw. in Umsetzung von europäischen Rechtsvorgaben erfolgt. Und die Industrie als Partner ist sicher da essentiell und wichtig. Wie erleben Sie da die Resonanz? Die Resonanz ist groß, weil mittlerweile, das ist jetzt nicht erst von heute auf morgen passiert, viele Industriebetriebe bzw. Firmen natürlich auch die Chancen erkannt haben, die sich darin ergeben. Wir sind zum Beispiel absolut top, was die Umwelttechnikindustrie anbelangt, die natürlich auch einen entsprechenden Exportfaktor und damit natürlich auch Einnahmen
betrifft. Aber es geht auch darum, vorne mit dabei zu sein, was die Entwicklung neuer Technologien in Summe betrifft. Ja, weil, nur um ein Beispiel zu nennen, die europäische Automobilindustrie, von der wir ja auch speziell als österreichische Volkswirtschaft sehr stark abhängen, was Zulieferbetriebe anbelangt, hat, wenn ich das jetzt so salopp formulieren darf, ein bisschen die Elektromobilität verschlafen, wo uns also andere globale Player noch immer voraus sind, wiewohl hier mittlerweile auch ein entsprechender Aufholprozess gestartet hat. Wir werden, um ein Beispiel zu nennen, sicherlich auch gut beraten sein, wenn es um Batterienproduktion geht. Es ist gerade eine Batterienverordnung in Verhandlung auf europäischer Ebene, die dann direkt anwendbar ist in den Mitgliedstaaten. Hier auch eine europäische Batterienindustrie einschließlich einer entsprechenden Wiederverwendungs- und Recyclingindustrie aufzubauen, was beispielsweise die zukünftigen Batterien in der Elektromobilität betrifft. Nicht nur für die Elektromobilität, sondern auch für ein Second Life als Energiespeicher in Haushalten bzw. in Industriebetrieben und natürlich letztlich auch, was die Wiedergewinnung der vielen wertvollen Rohstoffe, die sich in diesen Batterien befinden, anbelangt. Aber natürlich auch die Weiterentwicklung der Batterien selbst. Lithium-Ionen-Batterien werden sozusagen nicht das Ende der technologischen Entwicklung sein. Wir werden hier noch einen großen Boom erleben, was Technologiefortschritt anbelangt. Aber das bedarf natürlich auch einerseits einer entsprechenden europäischen Industrie, nicht zuletzt, um also auch hier Abhängigkeiten abzubauen, auf der anderen Seite aber auch des Aufbaus einer europäischen Recyclingwirtschaft, um all diese Rohstoffe, die wir hier haben, die zum Teil auch außerhalb von Europa nach Europa kommen, innerhalb Europas wieder zu verwenden. Ja, ich hoffe, wir als Konferenzveranstalter können ein bisschen dazu beitragen, dass es hier Austausch und Inspiration gibt. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sehr, sehr gerne. Man kann gar nicht genug oft darüber sprechen.